Staatsführung reagiert empfindlich, wenn ihre Aushängeschilder mit dem Westen liebäugeln. Wie etwa der Diskuswerfer Wolfgang Schmidt, Silbermedaillengewinner von Montreal, Weltrekordler, Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Silber. Er lernt den sogenannten Klassenfeind persönlich kennen und schließt verbotene Freundschaften. Uns wurde durch Politschulungen in der damaligen Klassenauseinandersetzung gesagt, dass es eben der Klassenfeind. Das war für mich eine einzige Gängelei. Und ich fühlte mich in meiner persönlichen Freiheit ganz stark eingeschränkt. Ich wollte die Welt kennenlernen und wollte eigentlich mein größter Wunsch war es damals gewesen, mal nach Kalifornien zu einer Wettkampfreise zu gehen, um dort gegen die Amerikaner anzutreten. Wolfgang Schmidt genießt die Privilegien eines Spitzensportlers, vor allem als Mitglied des Berliner Sportclubs Dynamo, dem Verein der Stasi. Doch auch er darf nicht gehen, wohin er will. Zu den Olympischen Spielen in Moskau 1980 tritt Schmidt noch an. Doch die Stasi hat ihn im Visier. Zu eigenwillig, zu viele Kontakte zu Westsportlern. Tatsächlich hat Schmidt beschlossen, einen Wettkampf in Rom zur Flucht zu nutzen. Doch ein vermeintlicher Freund aus West-Berlin verrät ihn an die Stasi. Von heute auf morgen wird dem Olympioniken mitgeteilt, dass seine Sportkarriere beendet ist. Und dann musste ich nach Mitteln und Wegen suchen, wie ich eben aus der DDR rauskomme. Und da war es dann eben doch so gewesen, dass ich stundenlang an der Mauer spazieren gegangen bin. Und dann eben festgestellt habe, also hier kann man nicht abhauen. Da hätten sie mich bestimmt abgeknallt. Ich habe ja den Westberliner Kumpel gehabt, wo ich ja nicht wusste, dass der IM für die Stasi war. Und ich war ja besonders schlau. Und da dachte ich, der ist ja ein Geschäftsmann und der kann dir ja helfen. Und der hat ja Beziehungen. Und da dachte ich, Mensch, der könnte dich doch mit einem Hubschrauber ausfliegen. Einen Landeplatz habe ich schon alles gehabt, ja. Und jetzt muss ich natürlich lachen darüber, wie naiv ich damals war. Wolfgang Schmidt wird im Juli 1982 verhaftet und wegen versuchter Republikflucht zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Der privilegierte Sportler erlebt jetzt die Kehrseite des schönen Scheins. Vom Gefängnis aus stellt Schmidt einen Ausreiseantrag. Die Folge sind Drohungen und verschärfte Einzelhaft. Dann habe ich gemerkt, dass sich die ganze Lage wieder zuspitzte und ich ja nichts erreiche dort im Gefängnis und man ja machtlos ist eigentlich. Und ich habe dann wirklich auch Angst gekriegt um meine Gesundheit. Und dann dachte ich, das hat keinen Zweck, hier den Märtyrer zu spielen, also nimmst du den Antrag zurück. Wolfgang Schmidt wird in die DDR entlassen. Er schmiedet weiter Fluchtpläne, wird aber auf Schritt und Tritt von der Stasi überwacht. Sie wollen seine Ausreise auf jeden Fall verhindern, denn auf keinen Fall soll der herausragende Sportler für den Westen siegen.